Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch und zwar für ein Brotzeitrezept, so ein Snack-Aufstrich eben fürs Brot, veganen Eiersalat. Dafür benötigen wir zuallererst 100 Gramm Nudel. Ich verwende Macaroni, kann ich nur empfehlen, weil die Nudeln, also ihr könnt auch eine andere Pastasorte nehmen, am besten so kleinere Nudeln, keine Spaghetti oder dergleichen, Bandnudeln auch nicht, sondern ja, am allerbesten Macaroni, weil die werden wir kochen und dann werden wir die im Mixer mixen, nicht komplett pürieren, sondern schon, dass es noch so Stücke sind. Könnt ihr aber auch, wenn ihr keinen Mixer habt, mit dem Pürierstab, glaube ich, funktioniert es auch. Und ansonsten mit dem Messer eben klein schneiden. Dauert ein bisschen länger, aber ja, funktioniert ebenso. Weil die Nudeln sollen im Eiersalat quasi, ja, diese Eikonsistenz ergeben, die also vom Eiweiß, wenn man gekochte Eier so klein schneidet. Deswegen, ja, die Nudeln. Dann eine Dose Kichererbsen, sowie Pfeffer zum Würzen und Abschmecken. Einen Teelöffel, einen flachen Teelöffel gemahlenen Kurkuma für die eierige Farbe, die gelbe. Und einen flachen Teelöffel Kala Namak, also Schwefelsalz. Ja, riecht sehr eierig, ihr kennt das bestimmt. Und am Ende kann man da aber auch noch nach Belieben dann einfach für sich abschmecken, ob man es noch ein bisschen intensiver mag mit dem Eiergeschmack. Ich mache erstmal nur einen flachen Teelöffel rein und am Ende, wenn das Ganze durchgezogen ist, kann man noch ein bisschen nachwürzen. Normales Salz kommt gar nicht rein, weil Kala Namak schon salzig genug ist. Dann eine große Zwiebel und zu guter Letzt nicht viele Zutaten, Mayonnaise und zwar 120 Gramm vegane Mayonnaise. Ich verwende am allerliebsten, ich finde die schmeckt am allerbesten, von Hellmanns, die vegane Mayonnaise. Vor kurzem habe ich aber jetzt die hier entdeckt von Miracle. Kamera ging aus, ja, von Miracle Whip habe ich die entdeckt, die habe ich mitgenommen. Da habe ich gleich zwei Gläser mitgenommen, weil ich dachte, die schmeckt bestimmt super lecker. Ich habe hier jetzt schon so einen Löffel ausprobiert, das habe ich letztes Mal gemacht, so einen Wrap, einen veganen Wrap. Und da habe ich ein bisschen was auf den Wrap gegeben und auch so probiert, wie das pur schmeckt, einen kleinen Löffel voll. Ich muss sagen, die finde ich jetzt nicht so lecker, also es ist quasi so eine vegane Salatcreme, ja, Miracle Whip kennt man ja. Aber ja, kann diese hier nicht toppen und auch andere vegane Mayonnaise nicht. Also die schmeckt wirklich sehr, sehr gut wie echte Mayonnaise. Und ja, kann man verwenden, ist Geschmackssache. Ich finde, dass dieses hier so ein bisschen, also das hat so eine Süße gehabt. Dann habe ich hinten drauf geguckt, spielt jetzt auch nichts mit dem Rezept, hat das jetzt nichts zu tun, aber es ist jetzt auch kein Zucker. Ach doch, Zucker ist drin, ja. Gut, es ist Zucker drin, genau. Und bei der hier, bei der anderen, ja, ist auch Zucker drin, aber trotzdem hier, glaube ich, ein bisschen mehr, weil die schmeckt wirklich süß. Also die finde ich nicht lecker und ich kann mich auch nicht erinnern, dass Miracle Whip, also in echt und nicht in vegan, so schmeckt oder geschmeckt hat, wie ich es noch im Geschmackssinn habe. Also finde ich es ein bisschen schade. Ja, aber ich verwende sie natürlich trotzdem genauso wie das zweite Glas, was ich noch habe. Aber jetzt für den Salat verwende ich diese Mayonnaise, weil es soll ja kein süßer Eiersalat werden. Deswegen, ja, 120 Gramm. Und dann können wir auch schon beginnen. Ist ein super schnelles, ja, ist ein super schnelles Rezept. Geht wirklich ruckzuck in 2-3 Minuten. Zu den Vorbereitungen. Ich habe meine große Zwiebel einmal klein gewürfelt. Und meine 100 Gramm Macaroni habe ich, hab ich gekocht, al dente gekocht und abgesiebt. Die sind jetzt hier schon fertig, also al dente kochen, bloß nicht zu weich, also schön mit Biss, weil es soll ja auch noch so eine also gekochte Eierkonsistenz haben vom Eiweiß. Also schon al dente kochen, bloß nicht zu viel. Habe ich abgesiebt und mit kaltem Wasser abgebraust, damit es auch nicht noch weicher wird, also schnell mit kaltem Wasser abbrausen. Und meine Kichererbsendose habe ich abgesiebt und auch mit kaltem Wasser abgespült. So, jetzt habe ich hier drüben meinen Mixbehälter. Wenn ihr keinen Mixer habt, dann könnt ihr es mit dem Pürierstab versuchen. Ich gebe jetzt hier in meinen Mixer meine Macaroni rein, die 100 Gramm. Und die werde ich jetzt einmal ganz, ganz kurz klein mixen. Also einmal wirklich kurz, aber aufpassen, dass ihr das nicht komplett püriert habt am Ende, sondern es sollen schon noch Stücke sein. Könnt ihr aber auch im Pürierstab versuchen. Habe ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, es geht aber. Und ansonsten ja, müsst ihr euch die Mühe machen. Ist jetzt aber auch nicht ganz so aufwendig, einfach das Ganze mit einem Messer ja, klein zu hacken. Geht eigentlich auch recht schnell. Nachdem ich das einmal kurz ein, zwei Stöße gemixt habe, sieht das Ganze bei mir so aus, also klein zerfetzt. Das gebe ich jetzt in eine Salatschüssel. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich habe die gemixten Nudeln hier in die Schüssel gegeben. Also ihr seht ja,
von der Konsistenz sieht das auf jeden Fall am Ende dann, beziehungsweise hat man so Eiweißstücke eben von gekochten Eiern, gekochtes Eiweiß. Und es soll nicht zu fein gemacht werden, aber ja, so eben, ne, von der Konsistenz, dass man dann noch was zum Beißen hat. So, deswegen nur so ein, zwei Stöße. So, und jetzt geben wir wieder in unseren Mixer. Ich habe das Ding jetzt abgespült, was gar keinen Sinn ergeben hat. Ja. Und zwar geben wir jetzt hier in unseren Mixer die klein gewürfelten Zwiebeln. Könnt ihr natürlich auch im Mixer, ja, im Mixer mixen, aber ich schneide das lieber klein. Und die gewürfelten Zwiebeln gebe ich jetzt hinein, zusammen mit meinen abgesiebten Kichererbsen. Die habe ich kalt abgebraust. Weil die Kichererbsen werden wir jetzt schön ja, ebenfalls mixen, aber nicht so wie die Nudel, weil die Nudel sollen ja stückig sein, die Kichererbsen aber doch schön cremig püriert. Deswegen nicht alles in, also nicht alles auf einmal hineingeben, sondern separat. Das heißt, jetzt kommen Kichererbsen und Zwiebeln. Ja, Deckel ist drauf und jetzt werde ich Kichererbsen mit Zwiebel einmal schön pürieren. Könnt ihr aber auch einen Pürierstab verwenden. Meine pürierten Kichererbsen mit Zwiebel habe ich jetzt auch noch dazu gegeben. Das Ganze mit den Macaroni vermischen. Gibt eine richtig gute Konsistenz nämlich. So, dazu kommt jetzt Pfeffer. Ich würze das jetzt erstmal nur ein bisschen. Am Ende das Ganze noch abschmecken. Ja, muss auf jeden Fall noch was dran, wie ich schon sehe. Dann geht es weiter mit einem flachen Teelöffel gemahlenen Kurkuma für die Farbe. Ihr könnt auch einen ganzen Teelöffel nehmen. Das seht ihr ja dann auch von der Farbe, wie es aussieht. Aber so ein Teelöffel, egal ob flach oder gehäuft, sollte auf jeden Fall reichen. Dann, Moment, jetzt muss ich einen anderen Löffel nehmen. Dann einen flachen Teelöffel von dem Kalanamak, also Schwefelsalz. Ja, ich nehme jetzt also einen flachen Teelöffel und danach müssen wir das Ganze aber noch abschmecken, weil es sein kann natürlich, je nach Geschmack, die Geschmäcker sind unterschiedlich, die einen mögen es eiriger, die anderen nicht so. Und dann müsst ihr einfach für euren Bedarf ganz am Ende noch Pfeffer und Kalanamak einfach abschmecken, wie ihr das gerne habt. Noch eiriger, gerne mehr. Aber denkt dran, dass Kalanamak-Salz natürlich auch salzig ist. Deswegen nehmen wir kein zusätzliches normales Salz. Ansonsten haben wir nur eine salzige Masse. Also eigentlich sollte ein Teelöffel Kalanamak reichen für diese Menge hier. Aber ihr könnt das für euch am Ende noch abschmecken. Und Pfeffer müsst ihr sowieso für euch dann gucken. Und ja, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist unsere 120 Gramm vegane Mayonnaise hier dazugeben. Das mache ich jetzt. Und frischen Schnittlauch. Ich habe ganz vergessen, wir benötigen noch frischen Schnittlauch. Ja, so ein Bund, eine Handvoll frischen Schnittlauch. Könnt ihr auch variieren. Mögt ihr mehr Schnittlauch oder weniger Schnittlauch? Ja, ich hole jetzt noch frischen Schnittlauch aus dem Garten. Hatte ich mich ganz vergessen. Ich gebe also meine 120 Gramm vegane Mayonnaise hier hinein. Und ja, noch eine Handvoll Schnittlauch. Ja, so sieht der fast fertige vegane Eiersalat jetzt aus. Es riecht schon richtig, richtig, also es riecht nach Eiersalat. Und ja, ich habe auch gerade schon probiert. Ich habe noch ein bisschen Pfeffer dazugegeben und eine ganz kleine Prise, so einen, ja, einen halben Teelöffel Kalanamak. Also gebt erstmal nur einen flachen Teelöffel Kalanamak rein und entscheidet dann am Ende für euch, ob ihr noch ein bisschen mehr benötigt. Habe ich den frischen Schnittlauch noch geholt aus dem Garten und werde ihn jetzt einfach mit der Schere einmal hier klein noch reinschnipseln, alles mischen und dann stelle ich das Ganze für ein paar Stunden in den Kühlschrank, weil ja, schmeckt natürlich gekühlt besser, also nicht ganz eiskalt, aber gekühlt und ja, wenn er fertig ist, geht das Ganze auf ein leckeres Brot. Ihr Lieben, mein veganer Eiersalat ist fertig. Ich habe das Ganze jetzt so, ja, schon seit 2 Stunden im Kühlschrank gehabt, ein bisschen abkühlen lassen, nochmal durchgemischt, nochmal abgeschmeckt, ob ich doch noch ein bisschen Kalanamak benötige. Hat aber gereicht mit den 1,5 Teelöffeln. So sieht das jetzt aus, belegt auf Vollkornbrot. Das ist selbstgebackenes Vollkornbrot. Dazu verlinke ich euch gerne unten in der Infobox das Rezept. Schaut gerne vorbei. Ich lasse euch einfach alle Brotrezepte unten in der Infobox stehen, die ich schon abgedreht habe. So
sind aber nur so 4 oder 5 Stück. Ja, auf jeden Fall, das habe ich ja vorher noch gebacken. Darauf dann den gekühlten veganen Eiersalat. Und zusätzlich habe ich oben noch als Topping frischen Schnittlauch draufgegeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Also probiert es aus und ja, ich bin mir sicher, es wird euch schmecken. Es schmeckt nämlich ja, identisch, also 1:1 wie echter Eiersalat. Ja, würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo würde ich mich ebenso freuen. Schaut unten bei den anderen Rezepten vorbei und bis zum nächsten Mal.